Herzlich willkommen bei Intermedia Solutions. In diesem Tutorial zeigen wir dir das My Profile Modul mit den zugehörigen Chat, Videochat und Matchmaking Funktionen. My Profile können alle registrierten und eingeloggten TeilnehmerInnen nutzen. Wähle aus verschiedenen zusätzlichen Optionen aus. Du kannst bei Bedarf ähnlich wie bei der Messagebox die Nachrichten mit oder ohne Registrierungsdaten downloaden und löschen oder eine Teilnehmeransicht anzeigen. Füge bei Bedarf eine individuelle Überschrift hinzu und aktiviere die Funktion der Visitenkarte, die später im Video noch näher beschrieben wird. Entscheide außerdem, ob das Modul für alle eingeloggten Teilnehmer standardmäßig deaktiviert sein soll, sodass diese selbst entscheiden können, ob und wann sie für die anderen Teilnehmer sichtbar sind. Außerdem kannst du festlegen, ob Offline-User angezeigt werden, ob öffentlicher Chat möglich ist und ob die 1:1 Video-Chat-Option über unsere Realtime-Software aktiviert werden soll. Hier kannst du einstellen, ob das Modul zusätzlich auf weiteren Seiten in deinem Projekt angezeigt werden soll. Wähle hier aus, welche der von dir festgelegten Registrierungsfelder in der Teilnehmerverwaltung aufgezeichnet und mit Mouse-Over-Effekt angezeigt werden und welche davon als Name unter den Chat-Avataren zu sehen sein sollen. Es muss mindestens ein Registrierungsfeld angelegt und mit aufgezeichnet werden. Du kannst nun mit allen registrierten und eingeloggten TeilnehmerInnen einen Chat starten. Klicke auf das Avatar-Icon im Browserfenster, um das Chatfenster zu öffnen. Du kannst hier ein Profilbild hochladen und davon den Ausschnitt wählen, der angezeigt wird. Erhältst du eine Nachricht, wird dir dies mit einer Ziffer angezeigt. Mit dem Mouse-Over-Effekt erfährst du mehr über die anderen TeilnehmerInnen. Du kannst nun jemanden aus der Liste auswählen, um einen privaten Chat zu starten. Über die Suchfunktion kannst du bei Bedarf bestimmte Personen suchen. Aktiviere bei Bedarf die Matchmaking-Option. Die TeilnehmerInnen können hier aus einer Auswahl an Themen wählen, die sie interessieren und erhalten anschließend eine Übersicht von denjenigen, die jeweils übereinstimmende Themengebiete ausgewählt haben. Wähle in den Einstellungen aus, wie viele Felder bzw. Themen maximal ausgewählt werden können und wie viele davon übereinstimmen müssen, damit Matches angezeigt werden. Füge anschließend alle Themen als einzelne Items mit der jeweiligen Bezeichnung hinzu. Wenn du ein Realtime-Benutzerkonto und die Option gebucht hast, kannst du mit allen registrierten und eingeloggten TeilnehmerInnen einen 1:1 Videochat starten. Wenn du die Option nicht gebucht hast, ist sie im Modulfenster ausgegraut. Aktiviere in den Einstellungen die Option Videochat und gib deine Realtime-Kontonummer ein. Im Chatfenster neben Profilbild und Namen ist nun das Videochat-Symbol zu sehen. Klicke auf das Symbol und wähle OK im Pop-up-Fenster. Wähle Join Room, um direkt den Raum zu betreten, oder wähle Copy Room Link, um den Link zum Beispiel an weitere Teilnehmer zu versenden oder in einem anderen Browser zu öffnen. Ist im Modulfenster die Option V-Card aktivieren ausgewählt, kannst du deine Visitenkarte mit den in der Registrierung gemachten Angaben per E-Mail versenden. Öffne hierfür den Chat und klicke auf das Visitenkartensymbol neben dem Profilbild des Users oder der Userin, an den oder die du deine Kontaktinformationen senden möchtest. Es öffnet sich ein Fenster mit der Versandbestätigung. Klickst du auf OK, erhält die betreffende Person eine E-Mail mit den in der Registrierung angegebenen Kontaktdaten und einer VCF-Datei für das elektronische Adressbuch.